so Oh, hallo und herzlich willkommen beim alleinigsten Let's Play, das es hier auf diesem Kanal gibt. Gut, abgesehen von Final Fantasy, von Robin vielleicht und diversen anderen Alleinaufnahmen, die wir haben. Haben wir nicht. Haben wir tatsächlich nicht. Wahnsinn. Haben wir tatsächlich nicht. Verlies Rabidat. Alle lieben Raymond. Raymond. Ich komm nochmal rein, ja? Ich komm nochmal rein. Als Pflanze mit Ehre schulde ich dir wohl eine Belohnung. Ja, okay, dann gib mal Dinge, please. Ja, toll. Das ist schon sehr, sehr kurios. Also vor allem, wenn man halt keinerlei Ahnung von dem... Was? Super undankbar, Peach. Wirft Steine auf die Blume. Wenn man keine Ahnung von dem Rabbids-Universum, wenn man das überhaupt als solches bezeichnen kann, hat, dann ist das alles schon super kurios so, weil ich tue mir gerade tatsächlich schwer, irgendwie festzustellen, was ist Mario und was ist hier Rayman oder halt Rabbids-Geschichte. Oh, da gibt's eine Kiste. Gönnung! Hey, mittlerweile 870 Goldmünzen, Freunde. Das ist ja nicht nur ein Obolus, ne? Das ist schon ein Monatsgehalt, fast. Müsste man den Umrechnungskurs von Münzen kennen, ne? Kenn ich nicht. Ich habe tatsächlich mal ein Video gesehen, wo jemand ausgerechnet hat, wie viel wohl eine Goldmünze sein muss. Also, das Ganze irgendwie aufbereitet mit Fakten aus der realen Welt. Und, ja, das war ganz interessant. Aber auch irgendwie ziemlich nerdy. Mirajo, Gott sei Dank bist du da. Du bist das erste freundliche Gesicht, das ich sehe, seit das Pilzkönigreich in diesen Schalamalassel geraten ist. Übrigens, hier wieder eine wichtige Sache. Toad. Ja, Toad. Nicht Todd. Da steht T-O-A-D, nicht T-O-D-D. Oder T-O-T-T. Oder T-O-T. Oder was auch immer. Toad. Heißt der junge Mann, nicht Todd. Ja, Todd helfen, okay, können wir machen. Ist gar kein Problem für uns. Wir haben ja Zeit, ne? Ich weiß nämlich sowieso noch nicht, was unsere größere Aufgabe ist. Wahrscheinlich den kleinen Sonnenbrillenhasen finden, aber ey, solange uns das niemand explizit gesagt hat, können wir auch ein bisschen Zeit killen und im Kreis laufen. Und rein ins Hasenmaul springen. Wap, 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 wap. Zacka, zacka, zack, zacka, zacka. Na, Freunde, ihr kennt das. Weißt du, wenn man nicht weiß, was man sagen soll, dann singt man einfach ein bisschen die Musik mit. Das ist auch große Let's-Player-Krankheit. Und ich weiß jetzt gerade auch, warum ich es lieber mag, wenn man zu zweit ist und sich ein bisschen Schmonz erzählen kann. Das ist deutlich angenehmer, als in einen Computerbildschirm zu gucken. Und blaue Münzen einzusammeln. Was ist das denn? Oh, krass, das hört sich ein bisschen an wie... Das hört sich ein bisschen an wie das Gameboy Super Mario, wenn man da eine Münze einsammelt. Also das Super Mario... Wie heißt das? Land? Ist es Super Mario Land? Ich glaube, es ist Super Mario Land. Komm schon. Oh Gott. Das war sehr ungeschickt. Ich glaube, das hätte man noch deutlich schneller haben können, aber... Ne? Gut Ding will ja vielleicht auch eine Weile haben, eventuell. Was ist das schon wieder? Ist das ein Hammer? Das ist ein Hammer, der im Boden steckt, wo ein Hase rauskommt. Turbine, du hast ein neues Objekt gefunden, wenn du es nur irgendwo ansehen könntest. Das wäre gut. Ich raff hier noch alles nicht. Ich versuche einfach nicht alles in Frage zu stellen, sondern einfach mal zu genießen und zu gucken. Also unser Ziel sollte jetzt ja sein... Toadette. Jetzt müsste ich nur noch wissen, wo wir herkommen. Hier oder hier? Ich glaube, wir müssen hier hin. Bitte lass mich recht haben. Please. Oh! Ja, ich glaube, es ist richtig. Ich denke, da waren wir noch nicht. Dass ich immer alles um Rohre drehen muss. Ich frage mich, ob die Rohre entstanden sind, indem ein Rabbit mit so einer grünen Röhre verschmolzen wurde. Okay, das war einfach. Das war tatsächlich echt einfach, Toadette zu finden. Oh, schaut euch mal den neckischen Zopf an. Das neckische Pferdeschwanzgezöpf von
Toadette. Nicht Toadette! Oh, ich bin froh, dass hier nichts passiert ist. Tourette. Oh, mir geht es gut. Aber worüber ich mir wirklich Sorgen mache, ist Prinzessin Peach ficken. Zurück in den Pilzpalast. Ja, klar. Ich weiß nicht wie, aber ja, klar. Und der Staubsauger kriegt wieder eine Nachricht. Ein weiser Mann sagte einst, wenn ich einen Baum in 3 Stunden fällen soll, dann schärfe ich 2 davon meine Axt. Gut, gut. Danke, danke, Dalai Unbekannt. Okay, zurück zum Pilzland. Ja, oder? Sicher fragst du dich wie? Betriebssystem aktualisiert, du hast Zugriff auf eine GPS-Warp-Technik, die ich Sploing nenne. Am Namen arbeite ich noch. Wie wär's mit GPS-Warp-Technik? Eventuell. Gezeichnet dein größter Fan. Ich bin auch mal gespannt, wer der größte Fan vom Staubsaugerroboter ist. Hans Bosch. Peter Severin. Annette AEG. Dieter Dyson. Okay, scheinbar haben wir jetzt so eine Fast-Travel-Geschichte und da klebt wieder so ein... Da klebt wieder ein Goomba in seinem eigenen Saft an der Wand. Peach sieht ganz schön kinky aus. So, weiß ich nicht. Peach sieht aus wie so ein Püppchen. Die war mir auch mal sympathischer, die Frau. Es herrscht Chaos. Peach steht da und macht wie immer nichts. Wer sind deine neuen Freunde? Das sind Staubsaugerroboter. Hallo? Und 2 Hasen mit Persönlichkeitsstörung. Das ist mein Team. Yeah. Team Inklusionshelden to the rescue. Ja, Peach mag Peach nicht, ne? Da wird mal gesnifft. Übrigens auch valider Annäherungstechnik. Einfach mal schnüffeln. Am Objekt der Begierde. Kann sein, dass dann die Polizei gerufen wird, aber dann habt ihr den Rat einfach nicht von mir. Freunde sind temperamentvoll. Ja, das sind südländische Zuchthasen. Aus Barcelona. Tauchen plötzlich auf. Yeah, yeah. Und sie machen quasi Home Improvement mit König Peaches, Königin Peaches Schloss. Prinzessin Peach? Ist sie eine Königin? Eigentlich ist sie schon. Die Königin des Mushroom Kingdoms. Da muss ich mal den Stammbaum wälzen, wie das in der Peach-Familie sich so entwickelt hat. Ne? Ob vielleicht Henriette Pflaume vorher irgendwie die Thronerbin war, aber irgendwie verstorben ist. Aufgrund ungeklärter Dinge. Und Petra Peach einfach nachgerückt ist als Thronfolger. Okay, jetzt sollen wir uns hier umgucken. Wir schauen uns erstmal... Oh, guck mal! Das ist das, was ich meinte. Das ist das, was ich meinte am Anfang. Wenn man mit Mario ganz schnell rennt, dann kriegt er die Anime-Rennarme. Ist natürlich auch windschnittiger. Ne? Muss auch aufpassen, dass er nicht abhebt. Das ist schon schön blöd. Peach und Luigi machen das auch. Luigi nicht ganz so gut. Peach aber auf jeden Fall mit sehr viel Enthusiasmus dabei. Und raushängender Zunge. Rabbit Peach, meine ich natürlich. Ne? Meine ich diese junge Dame, die mir immer schwindelig laufen kann vielleicht. So, gucken wir uns den Goomba an. Das ist so traurig. Wirklich. Wer macht das? Ein Pilz auch dran geklebt. Oh, was? Die Rabbits sammeln Souvenire. Hm? Schöne Briefmarke aus einem fremden Land mitgebracht. Ich sammle ja hässliche Kühlschrankmagneten. Hm? Also wichtig ist, dass die Kühlschrankmagneten sehr, sehr hässlich sind. Das ist das Wichtigste daran. Und jedes Mal, wenn ich in irgendeinem Land bin oder in irgendeiner Stadt bin, in der ich noch nicht war, dann raide ich einmal einen Souvenirshop und nehme mir da das Hässlichste mit, was ich finden kann. Hm? Das ist auch ein Hobby. Ziemlich beknacktes, aber ist ein Hobby. So, okay, was ist... Ah, okay, hier können wir uns das... Ah, okay, hier können wir uns das Team angucken. Da gibt es tatsächlich noch Leute. Das ist wahrscheinlich... Das sieht aus wie Luigi. Das sieht aus wie ein Muffin mit Ohren.
Das sieht aus wie... Ich weiß es nicht. Irgendwas mit einer Krone, also ist es vielleicht... Ich habe keinen blassen Schimmer. Was ist das? Das sieht ein bisschen aus wie Homer Simpson mit einer großen Nase. Könnte vielleicht Yoshi sein. Und das ist auf jeden Fall Yoshi. Ist das der Rabbit Yoshi vielleicht? Ich weiß nicht, ob es sowas gibt. Ja, okay, da haben wir noch 1, 2, 3, 4, 5 Figuren freizuschalten. Und Waffen. Okay. Hier kann man dann wohl Waffen upgraden. Wahrscheinlich dann auch. Okay. Hier, Peach hat andere Waffen als Mario. Das ganze Ding hat Honigschaden. Was auch immer das ist. Wahrscheinlich ist das irgendwie ein Crit oder sowas vielleicht. Kann man sich das anschauen hier? Guck mal. Gucken Sie mal, die Chance, dass der Super-Effekt einer Waffe ausgelöst wird. Verbreite Liebe mit diesem Super-Effekt. Der Gegner eine... Verbreite Liebe? Eine Runde lang daran hindert, sich zu bewegen. Okay. Das ist eine Liebesschleuder. Super-Effekt. Gegner kann sich eine Runde lang nicht bewegen. Das ist gut. Das ist dann so ein... Das hole ich mir auf jeden Fall. Weil mehr Schaden macht das ja nicht im Vergleich zu der Waffe, die Peach aktuell ausgerüstet hat. Ich nehme da trotzdem mal mit, nicht wahr? Bum, bum. Ausrüsten, ja. Ja, bitte. Was haben... Er hat hier noch ganz viele andere Waffen. Stoßchance. Das ist wahrscheinlich einfach so eine Knockback-Geschichte. Das hört sich eigentlich ganz geil an. Oder Feuer. Feuer ist auch gut. 30% Feuer oder 30% Stoß? Feuer oder Stoß? Feuer oder Stoß? Ich glaube, ich nehme das ist besser. Das hat noch 30% Chance gegen Hopser. Nicht genug Münzen, fuck. Ja gut, dann... dann war es das jetzt wohl erstmal. Ich habe mir jetzt die Waffen von Mario gar nicht angeguckt, aber... Wisst ihr was? Is mir lade. Schau... Was? Uralte Gärten. Ja, da muss ich dann später wieder hin, vermutlich. Aber ich glaube, ich gucke mich erstmal noch um, was hier gebaut wurde. Das scheint so ein bisschen der Hub zu sein. Rebulatorium. Okay, da kann man sich seine Collectibles angucken, so wie es aussieht. 3D-Modelle. Oh. Das ist uninteressant. Oh. Ja, scheinbar kann man noch irgendwie Musikstücke und sowas einsammeln. Gucken wir mal, ob wir da eines finden. Oder alle. Diese Kanone. Das sieht schon... Weiß ich nicht. Vielleicht sind es auch meine versauten Gedanken, aber das sieht schon alles so ein bisschen obszön aus. Okay, die Kanone kann uns zurück in die uralten Gärten schießen. Das ist gut. Und zurück teleportieren können wir uns mit dem super GPS-Gangster-Beam. Boah, meine Stimme, Freunde. Ich sag's euch, hier ist noch ziemlich tilt von der Gamescom. Das ist echt unangenehm. Ich weiß auch nicht, wie sich sowas wieder gibt. Ich fresse den ganzen Tag Honig und lutsche irgendwelche Hustenbonbons. Aber, ey, so richtig Erfolg hat sich da noch nicht eingestellt. Was denn jetzt? Lass mich gehen. Ich habe das schon gesehen, du musst mir das nicht nochmal zeigen. Ich habe das doch... Wir haben eine Kanone gebaut, ja, teleportieren mich zurück und machen Dinge. Danke, Peach. Du nutzlose Frau. Ich glaube, bevor wir uns jetzt hier weiter teleportieren und wieder weitermachen, beenden wir die Geschichte an dieser Stelle und knüpfen genau hier beim nächsten Mal wieder an. Ich hab euch lieb. Tschüss, ihr Schneckelchen. Nicht vergessen, immer einmal mehr abwischen, als ihr denkt, das nötig ist.